mehr zu fressen und nicht zu trinken mehr haben. Liebe Menschen, macht mit uns auf die Straße. Friedlich, aber bestimmend. Wir gehen jeden Montag um 18 Uhr vom Köpke und jeden Mittwoch um 18 Uhr vom Steintor. Wenn Hitler seinen Kampf gewonnen hätte, ist der Gedanke denn so hirnverbrannt? Gibt's keine deutsche Frau mit Zigarette, dann herrscht denn Zucht und Ordnung hier im Land. Dann würde es die dritte Welt nicht geben und dafür nur ein großes Drittes Reich. Der Sozialismus wäre nicht am Leben und trotzdem wären alle Menschen gleich. Gewerkschaften gäb's keine mehr, wenn's anders ausgegangen wär. Dann gäb's nicht das Problem der Asylanten, hierher zu wollen hätte wenig Sinn. Verschwindend wär die Zahl der Emigranten, wo sollten die denn schließlich schon noch hin? Man spricht auch nicht mehr von Arbeitslosen, dann hätte man die Vollbeschäftigung. Es nehmen keine Umweltschutzmimosen dem Bau der Autobahnen seinen Schwung. Die Rüstung hätte es nicht so schwer, wenn's anders ausgegangen wäre. Für Homosexuelle streng verboten. Die Schilder hingen dann an jeder Bar. Es gäbe keine Grünen, keine Roten, wohin die alle kämen, ist wohl klar. Am Bahnhof säß kein Penner und kein Streuner. Kein Fixer geb sich dann mehr einen Schuss. An keine Haustür käme ein Zigeuner, auch mit den Juden will für immer Schluss. Die Krankenhäuser wären leer, wenn's anders ausgegangen wär. Inzwischen wäre Hitler mehrfach Opa, wenn auch wahrscheinlich nicht durch Eva Braun. Und längst wär ihm gelungen in Europa, was die EG will, die Zölle abzubauen. Es herrschte das gesunde Volksempfinden, und das mag keinen längeren Prozess. Wir am Eck würde über Nacht verschwinden, dein Freund und Helfer hieße dann SS. Ich sänge sicher auch nicht mehr, wenn's anders ausgegangen wäre. Thank you.
schön laut. Wie immer. Ah, ich hab's gemacht. Ja, liebe Leute, danke. Danke an die Trommler. Danke an die Polizei. Danke an die Ordner. Und danke an alle, die teilgenommen haben. Und schaut, was die letzten Jahre für uns Bürger gemacht wurde und was für uns nicht gemacht wurde. Und dann geht in euch und dann werdet ihr an der richtigen Stelle euer Kreuz machen. Okay? Das ist ein Appell von mir persönlich. Dass ihr merkt, dass es dunkel wird und die Leute sollen uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Ich habe schon eine geile Lichtkette heute gesehen. Also bitte bringt Lichter mit nächstes Mal. Es wird immer eher dunkel, die Leute müssen uns sehen. Lasst bitte ein Licht durch Hannover ziehen mit unserer Message. Die Wahrheit muss auf den Tisch. Wir müssen nicht nur laut, wir müssen auch sichtbar sein im Dunkeln. Also bringt bitte ein Licht mit. Und wer heute das erste Mal hier war, kann gerne zu mir kommen. Ich würde ihm gerne ein weißes Band schenken. Also, das war's. Dennis, wo bist du? Also ich habe eine Frage. Und zwar eine Nachbarin von mir, die jetzt im März ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie ja das Zeug nicht im Körper haben will. Und jetzt meldet sich die Krankenkasse. Und sie soll ganz viel nachzahlen. Und die Frage ist, ob jemand damit Erfahrung hat, wie man aus dieser Nummer rauskommen kann, weil sie durfte ja auch nicht zum Arbeitsamt. Das war ja auch verboten. Also wenn da irgendjemand Ahnung hat, bitte mit mir mal sprechen, dass wir ihr helfen können. Danke. Danke an alle, die da waren. Ihr wart klasse. Ich finde es immer persönlich, wenn wir vom Landtag zurückgehen, haben wir noch eine ganz andere Energie. Und das freut mich, wollte ich mal sagen. Danke.